Naja, jetzt stehen die Chancen wenigstens gleich, ne? Wir sind beide schwer verletzt. Ah, ich kann auch gar nicht laufen, ich kann nur normal gehen. Das sieht man ja auch an Connors Gang, wie er läuft. Und ich schätze mal, auch Charles Lee wird nicht weit kommen. Aber es ist noch nicht vorbei, weil er lebt noch. Und solange er lebt, wird es niemals vorbei sein. Graue Nacht, was? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Bescheid? Reicht das? Die Jagd auf Lee. Die Mission hätten wir beendet, okay? Warum die jetzt extra nochmal einen Cut machen hier? Apropos Cut, den müsste ich auch gleich machen. Ah, okay. Jetzt sind wir im Grenzland. Im Jagdrevier Monmouth. Und, ja, sollen auf dieses Gebäude zugehen. Ist das ein Gebäude, was wir kennen? Ich weiß es gerade nicht. Oh, und ich kann wirklich nicht schneller gehen als so. Ich kann nicht laufen, ich kann nicht rennen, ich kann gar nichts. Ach, ich glaube, ich weiß, was das für ein Gebäude ist. Also ich kann mich daran erinnern an so eine Zwischensequenz vom ersten Mal durchspielen. Ich glaube, wir sind Charles Lee nämlich schon ganz gut auf den Fersen. Los, Connor, gib dir Mühe, du hast es fast geschafft. Warum sollten Sie das hier lassen? Oh. Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun
musst du es verstecken, wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ja, dann los! Das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Ja, das war wohl das Ende der Geschichte von Connor. Alles ist vorbei. Charles Lee ist gestorben. Achilles ist tot. Jetzt habe ich aber in Erinnerung, dass man das auch noch sieht, wie Achilles stirbt. Ich weiß nicht, kann sein, dass ich da eine Mission vergessen habe. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Aber naja, war ja klar, dass er nicht mehr lange überleben wird. Connor hat das Amulett versteckt, wir haben es gefunden, womit wir anscheinend diese große Tür öffnen können, wo sich vielleicht die Antwort für alles dahinter verbirgt. Für alles, was die Assassin's Creed-Spiele bis jetzt gestanden haben. Alles wird zu einem Ende geführt und das hinter dieser Tür. Und das, liebe Freunde, leider erst im nächsten Part, denn ich mache jetzt hier einen Cut. Lasst euch nochmal einmal mit einem Cliffhanger zurück.
Und im nächsten Teil werden wir eventuell das Mammutprojekt Assassin's Creed 3 beenden und erfahren, was hinter dieser mysteriösen Tür ist. Deswegen war es das erstmal für Assassin's Creed 3 und bis zum nächsten Mal. Bis dann.